Also ich melde mich ja nochmal live aus dem Volkswerk. Die Wunden sind gelegt und ich konnte auch noch ein paar Worte reden mit den Trainern und so. Also das war schon mal ganz ordentlich. Also wir waren das auch der Meinung, auch wenn ich mit 10 Mann auch wenn ich respektvoll bin mit Regensburg, muss ich das Ding noch gewinnen. Also im Grunde genommen, also ich habe mir das gestern Abend nochmal richtig angeguckt. Also das war nur ein Gepieke von Regensburg und wir haben uns darauf eingelassen. Aber ich sage ja immer wieder, jede Kapelle und jede Band oder irgendwas spielt nur so gut, wie der Dirigent ist. Und der ist nicht da, wenn Aaron nicht dabei ist im Mittelfeld, der einen Ball halten kann und mal hinten rausspielen kann mit einem gescheiten Pass, dann geht da nicht viel. Also Aaron Hunt, muss ich schon sagen, hat überall gefehlt. Nur es ist ja so, wenn man verletzt ist, dauert das auch lange wieder, bis du wieder in Form kommst. Aber wir haben jetzt 8 Tage Zeit. Bis Montagabend gegen Fürth. Also ich habe eine Nacht jetzt übergeschlafen über diese scheiß Niederlage, überflüssig wie ein Kropf. Und nochmal zu den Zweier gesagt, also er hat keine entscheidenden Sachen gemacht, aber er hat nicht gut gepfiffen, er hatte keine klare Linie, das haben wir ja gesehen. Aber das Thema ist abgehakt, Zweier kennen wir von hier schon, auch von aus der ersten Liga, nur gegen uns gepfiffen, das wissen wir auch. Und noch was, also gegen Kräuter Fürth, jetzt müssen wir nachlegen, also jetzt ist egal. Wir werden wohl noch einen Sechser irgendwo finden und dann läuft das auch. Ich bin wieder optimistisch, Jungs. Was soll ich pessimistisch sein mit 74? Dann bin ich ja beknackt. Ich bin ein alter Mann und äußere mich mal. Und dann sage ich euch eins noch. Wetter ist schön hier am Volkswerk, nur der HSV. Und ich hoffe natürlich gegen Kräuter Fürth, dass das Ding, dass die Luzi da abgeht. Alles ordentlich, alles in Ordnung. So ist es. Die Wunden sind gelegt, nur der HSV. Alles klar, tschüssi.